So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder bei mir, der Elisabeth Kämpfle. Es geht munter weiter, gerade gab es einen Kastenkocher und jetzt machen wir gleich was mit Blech und Gitter. Fangen wir gleich an. Im Hintergrund hört es jetzt Spülmaschine an, das habe ich jetzt nicht gedacht. Und der Ofen heizt gerade auf Umluft vor, darum rotiert der auch ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr versteht es mir trotzdem gut. Und zwar, ich habe immer noch Äpfel über. Da habe ich jetzt ein stückiges Apfelmus draus gemacht. Also auch nicht gesüßt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, auf selber pflückten Äpfel schmeckt es nur mal so gut. Und dann bin ich auf eine Apfelmus-Schnitte gestoßen. Und zwar ist das zum Beispiel der Backzauber von 2019. Die sammelt die schon ganz lang, die kann man abonnieren, da bekommt man die mal zugeschickt. Und da haben einfach super Rezepte drin. Ihr seht es auch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und bei diesem Rezept braucht man den Konditormeister. Da machen wir nämlich ein tolles Gitter drauf. Das ist dieses Gitter, wo immer alle fragen, wow, wie hast du denn das gemacht? Aber in Wirklichkeit ist das so einfach und schnell gemacht und macht halt ja, brutal was her. Wie gesagt, das ist der Konditormeister. Das große, eckige Gitter-Set von Femina besteht aus zwei Teilen. Ich habe schon oft erklärt, das Oberteil kann man gut nur alleine nutzen. Wenn man sagt, man hat jetzt einen Schokokuchen gemacht, gibt es drauf, dort einen Puderzucker drüber. Oder entgegengesetzt, also mit Kakao geht es genauso, hat man gleich ein schönes Muster und verziert. Ansonsten setzt man das einfach zusammen, dass das ganz tief reinrutscht, dass man viel mehr lesen kann. Und zusätzlich hat es hinten noch, was man sieht, zur Einteilung, die tupft man einfach auf den Blechkocher drauf, dann habe ich genau hier so eine Stückeinteilung und kann noch die Linien schön schneiden. Weil dann gibt es gleichmäßige Stücke, weil bei mir werden die Stücke immer ein bisschen ungleichmäßig. Wie gesagt, das ist der Konditormeister. Natürlich kann ich auf dem auch ein Rundgitter machen, weil es kommt ja immer nur darauf an, wenn ich jetzt so einen Teig drauf tue, dann bekomme ich jetzt auch nur von dem Teig ein Gitter. Aber der Vorteil zum Bäckermeister, das ist das gleiche in Rund, ist halt hier, ich kann kleine und große machen. Blechkuchen herzhaft, mit Käsemürbeteig, mit Hefeteig oder süß mit Marzipandecken drauf, also geht alles. Tortengussgitter gibt es, Schokoladengitter gibt es. Also ich habe über 90 Videos jetzt schon. Dann legen wir jetzt einfach los, weil dann seht ihr es beim Gebrauchen, dann ist es einfacher. Ich habe einen Mürbeteig gemacht, habe ihn auf einen Teller flach gedrückt, abdeckt und ja, der war jetzt so eine Stunde kühl gestellt. Jetzt habe ich aus der Hälfte ein bisschen angeknetet, dass ich merke, braucht er noch ein bisschen Mehl oder nicht. Habe unten drunter eine Arbeitsunterlage. Die hat den großen Vorteil, dass da mal Dauerbackfolie beim Ausrollen nicht wegrutscht. Dauerbackfolien mit zwei Stück, roll ich zwischen zwei Dauerbackfolien aus. Und ich sage es ja immer wieder, egal welches bodenlos Backensystem ihr habt, ich verkaufe an alle. Ihr könnt es bei mir bestellen, also scheut euch nicht, ich verschicke per Post. Meine Kunden zahlen vorab. Und als Service für meine Kunden mache ich es so. Ab einem Bestellwert von 100 Euro ist der Versand frei. Also wie gesagt, ich schreibe immer alles im E-Mail-Verteiler. Ihr werdet mit Rezepten versorgt. Ihr dürft mir gerne mal wieder Wünsche schreiben oder Anmerkungen bei den Videos. Weil sie werden zwar viel angeschaut, was ich mitkriege, aber ich freue mich einfach über jede Resonanz. Also ihr dürft das abonnieren, das kostet auch nichts. Aber dann sehe ich für mich, okay, die kommen gut an. Ich mache weiter. Jetzt habe ich ein bisschen ausgerollt, dann drehe ich es einfach um. Genauso ruhe ich meinen Pizzatag aus, egal. Und kann das gleichmäßig dünn machen. Auch an Weihnachten habe ich die ganzen Platzen so ausgerollt. Man braucht wenig Mehl, bis gar keins mehr, wenn der Teig schon passt. Fingernägel bleiben sauber. Küche bleibt sauber. Schade, dass ich so eine Ecke kriege. Ich versuche die Videos nicht immer zu lang zu machen. Aber ein bisschen was erklären muss man dann doch. Und das ist schön, kann man es einfach so hier dran wie im Ohren. Und als erstes machen wir jetzt aus der Fläche das Gitter, weil die Rautenabfälle, die wir dann aus den, sagen wir, die Löcher dann bilden, kommen in den Boden. Jetzt schauen wir von der Größe schon so weit an. Noch nicht ganz.
von innen nach außen. So. Dann einfach mal wieder abziehen, wenn wir schauen, wie es ist. So, wieder drauf. Wie gesagt, ihr könnt da Torte mit Marzipanschi ummanteln, ganz hauchdünn ausrühren. Für sowas ist das auch ein Traum. Alles gleichmäßig. Das Wellholz findet ihr ja nicht im Internet, das gibt es bei mir einfach anfragen. So, das ist dieses Nudelholz aus Vollholz. Ich glaube, da müsst reichen, sage ich jetzt mal so. Und wenn nicht, dann werden wir einfach da ein bisschen manipulieren, da die Song. Weil da unten habe ich zu viel. Und da oben zu wenig. So, dann muss man nur schicken, weil meine Tochter kommt aus der Schule. Und dann hat die Hunger. Die kriegt aber was Herzhaftes. So, jetzt passt es von der Größe her. Dann säge ich das obere ab. Einfach so flach wegziehen die Folie. Nimm meinen Konditormeister, so dass ich hier Femina lesen kann. Wie gesagt, das rattert ganz unten rein. Dreh es um. Und ich lasse das zusammen von Anfang bis Ende. Leg es so drauf. Dann nehme ich meinen Schnitzelhelfer, gehe unter die Arbeitsunterlage rein. Und jetzt mache ich es noch praktisch. Ich tue gleich die andere Folie unten drunter hin. So, drehe das Ganze um, dann habe ich es hier so in der Hand. Dann muss da drauf. Jetzt ist hier praktisch unten das Gitter, der Teig und die Folie. Lasst da drauf, ihr könnt genauso ein Biskuit Gitter machen aus fertig gebackenem Teig. So, und jetzt einfach drüber. Dann setzt ihr schon über die Rauten hervordrehen. Das geht auch schnell. Also da braucht ihr immer mit so einem Teigrädchen anfangen und Teigstreifen machen und kreuzen und weiß der Geier was. So, das war's schon. Und dann ziehe ich auch die obere Folie flach weg. Da kommen die ersten Rauten schon mit. So, ihr seht jetzt hier, wie die ersten schon weggefallen. Den Rest, den brauchen wir alles für den Boden. Das ist nur vom Rand. So, dann nehme ich es so in die Hand. An die zwei Griffe wieder. Wie gesagt, es bleibt immer zusammen. Und Schluss. Und rucki zucki haben die alle draußen. Dann brauche ich jetzt noch mein Spitzbogenmesser. Das hat der letzte, der die Spülmaschine ausgeräumt hat, woanders hin. Dann nehme ich mir das noch schnell zur Hilfe. Drehe es um. Klopfe wieder. Und die restlichen, die halt noch drin haben, die stupse ich mit dem Spitzbogenmesser schnell raus. Und das war's schon. Also jetzt kein Hexenwerk und das werden wir jetzt einfach nur kurz auf die Seiten. Weil das brauchen wir als Deckel dann oben drauf. Den Rest nehmen wir mal praktische Garnierspachtel. Alles zusammen. So. Aus dem restlichen Teig, den mache ich jetzt auch wieder zusammen und mache wieder eine glatte Platte und da kommt der Boden raus. So, jetzt habe ich den Boden praktisch auch ausgerollt. Ziehe die Folie weg, die obere, die brauche ich nicht mehr. Und dann schaue ich mal, wie groß das ich schon bin. Genau, kann ich die Seiten ein bisschen einschlagen. Ich mache es immer ganz praktischerweise so. Wir brauchen in dem Fall auch keinen Rand. Aber ich will ja schön den Rost rein und meinen Garprofi hinkriegen. Dann schlagen wir da ein bisschen ein. Dann nehme ich meinen Rost, ziehe es drauf.
Und ich habe jetzt hier einen Garprofi, ihr könnt natürlich auch die Maxi-Schnitte, die vierteilige hernehmen. Der Garprofi hat den Vorteil, er bleibt richtig schön streng drin, da brauche ich mir gar nichts mehr kümmern. Und dann drücke ich mir das Ganze wieder so hin, wie ich es brauche. Schau, ob es überall gleichmäßig ist. So. Ansonsten schneide ich mir da ein bisschen was weg, da wo ich zu viel habe. Und gebe es da hin, da wo noch was hin kann. So, dann ist das überall schön verteilt und schön am Rand angedruckt. Und wer das noch richtig toll will, der nimmt einfach Servellholz. Und durch das, dass das keine Griffe mehr hat, kann ich einfach da schön am Rand entlang gehen. Wir haben noch so ein Rolli-Set. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht gerade, wo das steckt. Das sind so kleine, konische, also zwei verschiedene Rollen, wo ich dann auch in die Blütenformen schon reinkomme. So, und schon schaut das so aus. Das geht ganz schnell. Jetzt habe ich das alles drin. Dann nehme ich mir Apfelmus. Werkzeug holen. Also Werkzeug habe ich ja immer das gleiche, das habt ihr jetzt aber auch schon gespannt. Da hat es jetzt geheißen 750 Gramm, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so langt. Weil ich bin auch so eine, die sagt, ja, das ist ein bisschen Rest noch, das nehme ich auch noch her. Ich habe das jetzt auch nicht großartig zuckert, weil es kommt dann noch ganz zum Schluss der Puderzuckerguss drauf, der macht das auch noch süß. Und man soll die Äpfel auch noch schmecken. Das ist jetzt der Liftball Spitz. Ihr seht, wie rucki zucki das geht. Ich habe jetzt gar nicht mehr Karussell hergeholt. Kann man natürlich auch. So, ein bisschen was brauche ich jetzt noch. Dann nehme ich jetzt doch alles her. Also ich habe mein Apfelmus immer in so Gläser. Die sind top. Und wiederverwertbar. So. Ihr könnt ja natürlich auch Zuckerzimten, also einen Zimt dazu, da wird es, ihr holt ein bisschen mehr Zitrone, wie es euch euer Apfelmus schmeckt. Die Fläche soll halt ein bisschen grob sein. Und war das das schon? Ich sehe das wirklich auch total schneller vorher. Jetzt kommt das Gitter. An die Griffe nehmen, einfach immer nur festhalten, drauf, dass überall dort ist, geht nicht drauf. Und jetzt greife ich zwischen da rein und geht ein bisschen streng, weil da natürlich so ein Luftvakuum ist. Und wenn es jetzt noch nicht allein runterblumst, also schön am Rand hindrucken, dann fange ich in der Mitte an, das ein bisschen hier vom Gitter zum Lösen. Und dann geht es meistens schon ganz von allein. Bloß dem Teig ist auch viel Butter drin. Aber ihr seht, es fängt schon und dann geht es rucki zucki runter. Schönen Rand hier. Dann schneidet man praktisch gleich einen sauberen Rand. Ja, das ist schon unten. Dann machen wir da die Kanten sauber. Das Überschüssige tue ich jetzt weg. Wenn ich ganz viel Zeit habe, könnt ihr da natürlich noch aus den Weihnachtsausstechern auch Herzen machen. Habe ich jetzt mehr gemacht beim Apfelkuchen. Aber muss jetzt nicht sein, das lassen wir jetzt einfach drauf liegen. Schaut ja gleich wieder toll aus. Und das war's schon. So schnell ist ein toller Gitterkuchen gemacht. Kommt jetzt noch rein und wenn er dann ausgekühlt ist, dann zeige ich euch, wie wir ihn schön auslösen. Unser Apfelmusschnitten ist jetzt auch fertig. Also ich habe es gebacken und abkühlen lassen. Und jetzt soll ich mir gleich die Platten, wo ich es drauf haben will. Dann nehme ich jetzt unseren Blumen, die Oxford-Platten. Diese schöne Servierplatten, die gibt es jetzt auch dann im Februar im Dreier-Set mit dem Servierträger dazu. Und da muss ich jetzt erstmal mit dem Schnittenhelfer vom Rost runtergrillen. Also zwischen Blech und Folie rein.
dann dahin, wo man es braucht. Ich kann das natürlich auch auf den Schnittenhelfer drauf tun. Aber wir wollen ja ein bisschen Eindruck schinden, wenn wir irgendwo einen Kuchen mitbringen. Und darum tue ich es gleich auf die endgültige Platten dann drauf, wo es drauf kommt. So, das war's schon. Es geht rucki zucki. Und jetzt, wenn ich die Folie unten wieder rauskriege, will, damit ich sie an den Rand lösen kann, umknicken, wie immer. Und unten durchziehen. Zu sich unten herziehen. Und schon ist sie draußen. Die wische ich einfach ab mit einem feuchten Spültuch, mit Geschirr durch sauber nachwischen, an der Luft trocknen lassen und dann ein bisschen zusammenschlagen, also nicht knicken und dann wieder ab in den Schubladen. Jetzt habe ich hier den auf der Oxford Glasplatten. Jetzt wo ich den Randweger da, dann nehme ich jetzt das Spitzbubmesser und ich darf ja bei unseren Formen überall reinschneiden und kann richtig schön in den Formenrand reinschneiden. Bei den Emailformen da schon längst alles abblättern oder bei den alten Springformen, bei den schwarzen. Und schon habe ich ihn sauber weg. So. Das bisschen, wo da bleibt, tue ich jetzt ins Spülbecken rein und lasse einweichen. Was ich festgestellt habe, wenn ihr was wegkratzen wollt, dann innen vom Rand, ist diese kleine Garnierspachtel ganz praktisch. Also die gibt zu viele Zwecke, kann man die hernehmen. Aber für alles, was man wegkratzen will, ist die auch noch super. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Puderzucker mit Zitronensaft gemacht. Laut Rezept heißt man, sollte ein bisschen auf den Gitter bepinseln und dann lasse ich es antrocknen und dann haben wir fertig. Da nehme ich jetzt den schwarzen Pinsel, weil ich ja genau diese Gitterlinien treffen will und der lilane ist einfach großflächig und der ist auch gerade in der Spülmaschine. Ja, dann mache ich jetzt fertig und dann schickt ein schönes Foto zum Abschluss. Also gibt zu, ich habe jetzt nicht so sauber gearbeitet, das seht ihr jetzt gleich in der Nahaufnahme. Aber schmeckt dort auf alle Fälle. Gut, ihr habt es gesehen mit dem Bäckermeister, also Konditormeister, Entschuldigung, das ist der große Gitter, das orange-weiße. Es ist gar nicht schwierig, so Rautenmuster zu machen mit Gitter. Ob es jetzt auf eine Linzer Torten ist, wie gesagt, ob es macht für eine Kuppelform, also ein fertig backendes Biskuit, wo es dann in die Form legt, ihr könnt x Varianten mit so einem Gitter machen und der Konditormeister hat die Möglichkeit, ihr macht es groß und klar in einem Gitter. Ja, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken. Blechkuchen finde ich gegen immer und Äpfel hat bestimmt auch noch jeder irgendwo. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.